Sprint hoch. Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil Diesel Power in Süddeutschland. Bei den Verarbeitungen der Bilder und vielmehr der Videoausschnitte hat sich ergeben, dass wir wahrscheinlich vier Teile machen müssen, weil ich die Aufnahmen von 2020 und 2021 in dieser Sonderserie verarbeite. Und ihr habt ja auch den ersten Teil super angenommen, dafür möchte ich euch danken. Und noch eine kleine Info am Rande: Morgen am Sonntag, den 5. Dezember, gibt es auch ein neues, richtiges Video vom Aschaffenburger Hauptbahnhof, da ich von Donnerstag bis Samstag im Raum Aschaffenburg arbeiten musste. Also das wird die Premiere morgen früh um 9 Uhr sein. Dieses Video kriegt ihr ja schon heute Abend. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Diesel Power in Süddeutschland Teil 2.
Und noch eine Euro Dual mit einer V100 Ost dahinter auf LZ Ford. Und in Gegenrichtung kommt auch noch was. Und das nehmen wir natürlich jetzt auch noch mit.
ist aber wirklich Schluss. Wir haben es jetzt gleich 21.25 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, jetzt ging es nochmal Schlag auf Schlag. Die Rhein Cargo hatte noch Triebfahrzeugführerwechsel und jetzt möchte ich mich mit der Erfurter Bahn nach Ebenhausen von euch nochmals verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Weitere Infos könnt ihr auch erhalten über Facebook, Twitter und Instagram. Dazu findet ihr die Sachen in der Kanalbeschreibung. Bis bald, bleibt gesund, euer Andreas L.
Nachdem sich der 612 jetzt wieder auf dem Rückweg nach Augsburg macht, werde ich mir mal den Bahnhof genauer anschauen. Ausfahrt des 612 Richtung Augsburg. Ausfahrt des 612 Richtung Augsburg. Ausfahrt der 612er Doppeltraktion Richtung Lindau-Reutin.
So, jetzt kommen wir langsam zum Ende des Teil 2 Diesel Power in Süddeutschland 2020-2021. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video wieder gefallen. Jetzt am Ende genießt nochmal die Ausfahrt der 2218er vor dem EC Richtung München, was ja schon seit einem Jahr Geschichte ist. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Andreas Elb.